euch auch mal die Frage gestellt, wozu alle diese Symbole interessant sein können. Darüber sprechen wir heute und am Ende gibt es noch einen Bonus von mir. Also bleibt dran, es geht gleich los. Jetzt zeige ich dir alle Symbole, die auf der Tugend vorkommen. Und das komischerweise gibt es nur drei. Und ich fange mit ersten an. Das ist, wenn wir dieses Quader sehen, mitgefüllte Farbe. Das heißt, die Farbe ist deckend. Und mit dieser Farbe hast du wirklich die große Fläche grundieren und die Farbe bleibt halt deckt die ganze Oberfläche. Und bei dem zweiten Symbol, wenn ihr das seht, dieses Quader in diagonal verteilt, eine Seite dunkle, der andere helle, das heißt, die Farbe ist halbdeckend, sie hat ein bisschen andere Deckkraft. Ja? Und für die Purik-Leute zwischen uns ist das wichtig, diese Farbe ist leichter als die Farbe mit diesem Quader, die so komplett schwarz ist. Und das dritte Symbol auf der Tube, was wir sehen, das ist dieser Quader, der ist leer. Das heißt, die Farbe ist transparent und sie hat gar keine Deckkraft. So einfach das ist. Und damit ihr das noch besser merken kann, ich habe für euch PDF-Datei vorbereitet, wo ihr das alles ausdrucken könnt. Und dann habt ihr diese Liste immer da und wenn ihr einkaufen geht, habt ihr alles dabei. Und jetzt gehe ich zu meinem Bonustipp. Es ist interessanterweise, nicht jeder Hersteller hat dieses Symbol auf unseren Tuben. Und da sieht er ab und zu nur ein Plus oder zwei Plus. Und wenn ich zufällig so eine Farbe in Angebot gekauft habe oder ihr guckt bei euren Farben, dann nimmt er einfach ein Blatt Papier, macht das so aus der Tube, macht er so einen Klecks auf das Papier. Mit einer Farbe, mit der anderen Farbe, wo er weiß, eine Farbe ist deckend zum Beispiel und andere, so, wenn man das so am Anfang noch nicht weiß, was euch da erwartet auf Papier, dann macht er so ein paar Kleckse und an der Klecks werdet ihr schon sehen, dass eine bisschen stehen bleibt, das heißt, das ist deckende Farbe und der andere fließt so ein bisschen raus. Das ist meistens halbdeckende. Und dann nimmt er einfach Pinsel, streichert er das durch und ihr werdet sehen, okay, auf welche Farben handelt es sich. Mich würde interessieren, ob du auch schon dir die Frage gestellt über diese Symbolen oder dich gewundert hast, dass deine Farbe gar kein Symbol hat. Und wie gehst du mit diesen Farben um? Das ist wirklich, wirklich interessant für mich. Und natürlich, wenn es dir mein Video gefallen hat und das hilfreich war, dann hinterlasse einen Like und bis zum nächsten Mal, deine Albina.